Nachdem ich nun schon 10 Bücher in 3 unterschiedlichen Serien veröffentlicht habe, habe ich viele Fehler gemacht dabei und einiges über das Schreiben von Buchreihen gelernt. Den für mich wichtigsten Tipp teile ich in diesem Video mit euch, damit es euch nicht so geht wie mir, als ich diesen großen Fehler begangen habe. Starten möchte ich mit einem Szenario, das mir tatsächlich so passiert ist und in dem sich vielleicht auch einige von euch wiederfinden können. Hi, mein Name ist Kate und ich schreibe Fantasy-Romane mit einem Hauch Romantik und vor vielen, vielen Jahren habe ich beschlossen, Buchreihen zu schreiben und am besten richtig lange mit komplexem Worldbuilding. Als naive Jugendliche dachte ich damals noch, dass ich mir alles werde merken können. Es sind ja schließlich meine Charaktere, meine Handlungsorte und Plotpoints, die ich in meinem Kopf entwickelt habe. Da vergesse ich ganz sicher nichts. Spoiler Alert, das war natürlich sehr dumm von mir. Und so habe ich nur wenige Details notiert und dann auch noch über diverse Medien verstreut, zum Teil auch auf losen Notizzetteln oder in Schulheften vom Unterricht, wo sie ganz sicher nicht hingehören, diese Ideen. Jahre später wollte ich wieder an dieser ersten ursprünglichen Buchreihe arbeiten, musste aber feststellen, dass ich kaum noch Infos zu all den Dingen habe, von denen ich damals dachte, ich könnte sie mir merken. Schließlich habe ich sie mir doch ausgedacht. Also habe ich begonnen, meine Worldbuilding-Infos und Pläne für Plot und so weiter und so fort etwas genauer aufzuschreiben, hatte aber dabei nie eine wirklich feste Ordnung oder ein festes Programm dafür. Und oft hat sich während des Schreibens auch noch einiges geändert, sodass ich mir mittlerweile nicht mal mehr sicher sein kann, ob die Infos, die ich irgendwo aufgeschrieben gefunden habe, überhaupt noch aktuell sind und stimmen. Und so schnappt diese Falle des Chaos zu und macht es um einiges schwerer, weitere Bücher in diesen Serien zu schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Notiert euch von Anfang an sämtliche Informationen zu euren Büchern an einem Ort und aktualisiert das stetig, spätestens wenn ein neues Buch in einer Serie abgeschlossen bzw. erschienen ist. Das wäre theoretisch schon alles, was ich euch mit auf den Weg geben könnte, denn das ist eine Sache, von der ich mir wünsche, ich hätte sie von Anfang an ernst genommen und richtig gemacht. Aber so wirklich viel bringt einem diese Info jetzt noch nicht, ne? Also wie soll man das jetzt anstellen? Wo und wie soll man Herrin oder Herr über all diese Informationen werden? Das habe ich mich auch lange Zeit gefragt und tue es manchmal ehrlich gesagt immer noch. Es ist echt furchtbar schwer, gescheite Infos zum Thema Buch reinschreiben und Worldbuilding zu finden, was über das Liste von Fragen, die man sich stellen soll beim Worldbuilding oder so hinausgeht oder Marketingstrategien, wie man eine Buchreihe veröffentlichen soll, sondern was sich wirklich damit beschäftigt, wo und wie man so etwas festhält. Meistens beschränken sich diese Tipps, wie gesagt, auf Fragen, die man sich zuvor stellen soll, darüber, welche Art von Buchreihe man schreiben möchte und mit wie vielen Protagonisten und in welchem Genre, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, zum Serienkonzepte erstellen, oder wie die Gesellschaft dieser neuen erfundenen Welt aufgebaut ist oder welche Religion die haben oder so, aber wo zum Teufel hält man all diese Informationen fest? Meine Antwort in diesem Fall ist in eurem Second Brain. Auch wenn unser biologisches Gehirn unwahrscheinlich leistungsfähig ist, können wir uns nicht alles merken. Zumindest nicht, wenn wir kein fotografisches Gedächtnis haben und ich habe keins. Dafür werden wir täglich einfach mit so viel Input überhäuft durch Social Media, das Internet allgemein, Messenger-Dienste, Streaming-Dienste, Gaming, was auch immer. Aber so sehr uns die Technik den Alltag manchmal auch erschweren kann, indem sie uns durch solche Sachen ablenkt, kann sie uns auch nutzen, um wieder etwas Ordnung und Klarheit in unser Leben oder ins Schreiben zu bringen. Und zwar mit einem zweiten Gehirn, dem sogenannten Second Brain. Diese Bezeichnung geht auf den amerikanischen Autor Tiago Forte zurück, der auch, wie gesagt, ein Buch dazu geschrieben hat und diverse Blogartikel und Videos, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich stimme nicht allen seinen Ideen und Thesen zu 100% zu, aber ich habe dabei beim Lesen des Buchs einige interessante Sachen für mich gefunden und dadurch dieses System entwickelt, das ich persönlich nutze. Aber grob gesagt sammelt man in einem Second Brain sämtliche Informationen, die hilfreich sind oder interessant klingen. Entweder für Projekte, an denen man konkret arbeitet oder zukünftig arbeiten möchte oder weil man diese für einen Aspekt des eigenen Lebens braucht oder einfach aus Neugier, weil sie interessant sind. Und während Forte sein Second Brain hauptsächlich zur Organisation des eigenen Lebens und Wissens nutzt, auch dazu, um die Produktivität zu steigern, nutze ich meins dazu, um mir all die winzigen und doch so wichtigen Details zu meinen Büchern zu merken. Und zwar außerhalb hiervon. Und so, dass ich sie nicht nach ein paar Wochen oder vielleicht schon Tagen wieder vergessen habe. Und es ist wirklich sehr beruhigend und befreiend, einen Ort für all diese Gedanken und Ideen zu haben, anstatt sie die ganze Zeit mit sich herumtragen zu müssen und dafür sorgen zu müssen, dass man sie eben nicht vergisst.
Wirklich neu ist diese Idee einer zentralen Sammelstelle für die Informationen rund um das Worldbuilding und die eigenen Bücher in der Autorenwelt nicht. Es gibt genug Autorinnen und Autoren, die sogenannte Story Bibles oder Series Bibles zum Schreiben nutzen, etwas, das auf die Film- bzw. TV-Serienwelt zurückgeht. Das sind Sammlungen von Steckbriefen, Zusammenfassungen und sonstigen Infos zu einer konkreten Serie, damit die Kontinuität in jeder Episode bzw. in jedem Buch gewahrt werden kann. Und so vermeidet man ärgerliche Fehler wie vertauschte Augenfarben oder unterschiedliche Schreibweisen von Namen, was mir definitiv schon passiert ist. Viele Autorinnen und Autoren haben physische Story Bibles, also all diese Informationen ausgedruckt, in einem meist sehr dicken Ordner oder mehreren Ordnern gesammelt, was natürlich ziemlich unhandlich ist und auch schwer zu aktualisieren ist, wenn neue Details hinzukommen. Andere, da gehöre ich auch dazu, setzen auf digitale Tools. Auf meinem Blog habe ich zu dem ganzen Thema Story Bibles, Series Bibles eine Liste mit interessanten YouTube-Videos zusammengestellt für diejenigen, die das interessiert. Der Link zum Blogpost ist unten in der Infobox. Ein Second Brain ist aber noch sehr viel mehr als das. Damit können wir uns wichtige Informationen aus Büchern, Videos und Podcasts notieren und mit einer schnellen Suche sofort wiederfinden, damit wir uns da immer wieder dran erinnern. Wir können darin aber auch unsere To-Do-Listen abspeichern und zukünftige Projekte planen und tatsächlich unser ganzes Leben organisieren, wenn wir das möchten. Egal, wie man das jetzt nun nennen mag, ob Second Brain, Story Bible, was auch immer, wir Autorinnen und Autoren können unser erstes biologisches Gehirn durch die Nutzung einer solchen digitalen Orts für all unsere Notizen und Ideen ziemlich entlasten. Und so machen wir hier drin Platz für das, was wirklich zählt, nämlich für das Erfinden neuer Welten und das Schreiben unserer Bücher. Vielleicht juckt es manchen von euch schon in den Fingern, so ein Second Brain oder eine Story Bible zu erstellen, aber wo soll man nur all diese Infos unterbekommen? Klar kann man alles ausdrucken und so versuchen, alle Infos beisammenzuhalten oder ein Notizbuch dafür zu führen, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, kann das ziemlich schnell wieder ein Chaos und sehr viel Arbeit ausarten. Und meine Empfehlung ist es daher, es digital anzulegen. Aber mit welchem Programm? Das ist eine Frage der persönlichen Präferenz. Jedes Gehirn arbeitet anders und so gibt es keine Einheitsgröße, was den Aufbau eines solchen Second Brains oder Speicherorts für all diese Sachen angeht. Bevor ich euch gleich ein paar Programme vorstelle, die ich für besonders geeignet dafür halte, möchte ich nochmal kurz klar machen, worauf man bei der Auswahl achten sollte. Und zwar habe ich hier eine Liste mit Fragen, die ich jetzt einfach schnell vorlese. Wie leicht lassen sich Infos importieren und exportieren? Wie zukunftssicher sind eure Notizen in dem Programm? Was passiert, wenn das eines Tages nicht mehr geupdatet wird und vielleicht sogar gar nicht mehr funktioniert? Wie könnt ihr dann noch auf eure Notizen zurückgreifen? Wie leicht ist das Programm zu bedienen? Braucht man da irgendwie eine Schulung dafür vielleicht sogar, weil es so komplex ist? Ist es cloud-basiert? Braucht es eine ständige Internetverbindung dafür oder geht das auch offline? Was ist mit Backups? Wie viel Speicher braucht das Programm? Wie viel Speicher habt ihr selber auf eurem PC oder wo auch immer zur Verfügung? Und können andere Medien, zum Beispiel Fotos, PDFs, sonstige Dateien eingebunden werden? Das sind jetzt ein paar grobe Kriterien, aber vielleicht fallen euch noch weitere ein, die euch für das Programm, das ihr am Ende nutzen möchtet, wichtig sind. Bevor man sich auf ein bestimmtes Programm festlegt, sollte man sich zuvor auch Gedanken dazu machen, was man idealerweise sozusagen durch die Nutzung herausbekommen möchte. Für mich war das zum Beispiel wichtig, dass meine Notizen zukunftssicher sind und auch von anderen Programmen geöffnet werden können. Sollte das, das ich ursprünglich benutzt habe, nicht mehr funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch, dass ich Notizen in diesem Programm miteinander verknüpfen kann oder andere Medien ganz leicht einbinden kann. Und so bin ich erst bei OneNote von Microsoft gelandet, wo ich dann Obsidian für mich entdeckt habe und ich liebe es. Und diese Programme kommen meiner Meinung nach besonders gut für Story Bibles bzw. Second Brains in Frage. Mein absoluter Favorit ist wie gesagt Obsidian. Für andere ist Notion vielleicht besser oder Evernote oder OneNote. Wenn ihr nicht so komplexe Serien schreibt, reicht es vielleicht aus, ein Google Doc, ein Word Dokument oder ein Dokument in einem sonstigen Textverarbeitungsprogramm eurer Wahl dafür zu nutzen oder spezielle Autorensoftware wie Scrivener, Papyrus Autor, Campfire, World Anvil und was es da sonst noch alles gibt. Solltet ihr noch weitere Programme haben, die sich für diesen Zweck nutzen lassen, sagt gerne Bescheid, dann nehme ich die noch in die Liste auf meinem Blog mit auf. Wären die ersten fünf zumindest meist in ihren Grundfunktionen kostenlos und allgemein nutzbar sind, nicht nur fürs Schreiben speziell, sind die letzten vier
tatsächlich für Autoren gedacht und kosten meist auch ein paar Euro mehr. Und oftmals sind die Innenfeatures ein bisschen eingeschränkt, dass sie halt hauptsächlich aufs Schreiben fokussiert sind, aber nicht jetzt unbedingt darauf, Wissen zu managen, wie ich das zum Beispiel gerne auch mache für all die Bücher, die ich lese. Meine Empfehlung ist es deswegen einfach, ein paar davon auszuprobieren. Die meisten haben kostenlose Testversionen für eine Woche oder vielleicht sogar für einen Monat und dann einfach zu gucken, wie gut das jeweilige Programm zu den eigenen Kriterien passt und dann zu entscheiden, welches davon man nimmt. Auch wenn ich euch nicht aufzwingen möchte, wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz die Gründe ansprechen, warum ich persönlich so gerne Obsidian nutze. Danach werde ich auch oft gefragt, was das Programm alles so kann und warum ich das so gerne mag. Demnächst werde ich euch vielleicht auch eine Tour durch mein Second Brain geben, aber dafür ist es noch nicht ausgebaut genug, um wirklich zeigen zu können, was das Programm alles kann. Und da muss ich selbst noch einiges an Arbeit reinstecken, um das Chaos in meinem Worldbuilding zu beseitigen. Damit das nicht in einen Rant ausartet, warum Obsidian so toll ist, muss eine kurze Stichpunktliste vorerst reichen. Sagt Bescheid, wenn ihr gerne mehr über die Vorteile von diesem Programm wissen möchtet, dann werde ich dazu nochmal ein zusätzliches Video machen. Aber Obsidian speichert alles in Echtzeit im Markdown-Format. Es geht nichts verloren, man muss nicht ständig ans Speichern denken und kann die Dateien zum Beispiel auch mit vielen anderen Programmen, wie zum Beispiel den Windows-Editor, öffnen. Das heißt, sie sind zukunftssicher, selbst wenn Obsidian irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wird, wenn das Programm irgendwann nicht mehr funktioniert, kann ich immer noch darauf zurückgreifen und das in anderen Programmen öffnen. Die einzelnen Notizen in Obsidian haben eine sehr geringe Speichergröße und es lädt extrem schnell, was bei OneNote nicht immer so war. Oder bei Word, das dauert es auch meistens ewig, bis was geladen ist bei mir. Und die Dateien sind halt so mini, dass selbst mein übervoller Laptop keine Probleme damit hat, sie aufzunehmen und, wie gesagt, schnell zu laden, damit ich nicht ewig warten muss, wie bei manchen anderen Programmen. Außerdem hat Obsidian eine Canvas-Funktion, die man zum Beispiel für Mindmaps nutzen kann. Die ist relativ neu, aber ich bin jetzt schon ein Riesenfan davon. Das war nämlich was, was ich lange vermisst habe. Ich benutze Obsidian ja schon seit Jahren mittlerweile, aber jetzt nutze ich diese Funktion so gut wie jeden Tag. Einerseits um meine Bücher und Blogposts zu planen oder auch Ideen zu einem Thema schnell festzuhalten oder mir was visuell aufzuzeichnen, zum Beispiel einen Stammbaum von einer Familie. Und so sieht zum Beispiel die Übersicht für all meine Buchideen rund um die Grace Halfway House Serie aus mit den ganzen Spin-Offs. Außerdem bietet Obsidian eine einfache interne und externe Verlinkung. Mit einem Klick kann man zwischen Dateien hin und her switchen, zwischen den einzelnen Notizen und sollte man mal den Dateinamen ändern oder sie verschieben, passt sich der Link tatsächlich automatisch an. Das war bei OneNote zum Beispiel nicht der Fall, dann hätte ich alles wieder neu verlinken müssen und das war einfach kacke. Auch Websites und Dokumente lassen sich in Obsidian verlinken und mit einem Klick öffnen. Also ist kein lästiges Suchen in sämtlichen Unterordnern mehr nötig, was ich sehr gut finde. Man kann außerdem Templates erstellen und Tastenkürzel personalisieren. Das ist super hilfreich, wenn man Steckbriefe für unterschiedliche Dinge hat, zum Beispiel für Charaktere, für Orte, Organisationen oder wenn man die Plotpoints von verschiedenen Plotmethoden nutzen möchte, kann man die einfach mit einem Tastenbefehl einfügen oder wenn man Checklisten hat für einen stetig wiederkehrenden Arbeitsschritt, zum Beispiel das Schreiben von einem Blogpost oder irgendwelche Marketing-Sachen. Und wie gesagt, sogar Tastenkürzel lassen sich personalisieren. Zum Beispiel habe ich eins speziell für interne Links, dass ich halt nicht ständig... Es ist ein bisschen kompliziert, das einzufügen, aber mit diesem Tastenkürzel spare ich einiges an Zeit mehr. Was ich auch cool finde bei Obsidian ist, dass sie eine Graphansicht haben. Das ist nicht unbedingt nötig, um mit dem Programm zu arbeiten, aber ich schaue mir immer ganz gerne das mal an zwischendurch. Darüber sieht man nämlich sämtliche Dateien, die in dem geöffneten Vault, in dem Second Brain enthalten sind, wie eine gigantische Mindmap und kann sogar animieren, dass man halt sieht, wann welche Dateien dazugekommen sind und wie sich die alle miteinander verknüpfen und wachsen und verändern. Oder man nutzt es, um gewissen Ideensträngen zu folgen und so sieht der Graph von meinem mehr oder weniger aktuellen Second Brain aus. Bei Obsidian gibt es außerdem ein sehr minimalistisches Design für weniger Ablenkung und mehr Klarheit. Bei anderen Programmen kann man hunderte Schriftarten, Größen, Farben, was auch immer verwenden, was manchmal anstrengend war, alles gleich zu formatieren. Bei Obsidian gibt es nur wenige Möglichkeiten zur Auszeichnung des Texts, eigentlich nur die Überschriften, fettgedruckt, kursiv und gehighlightet. Das gibt den Notizen eine klarere Struktur und nimmt mir persönlich den Stress, die perfekte Formatierung finden zu müssen und immer mich erinnern zu müssen, wie ich jetzt was gestaltet habe. Mittlerweile gibt es auch eine zumindest rudimentäre Rechtschreibprüfung für viele Sprachen. Das habe ich auch lange drauf gewartet. Man kann sogar gleich mehrere Sprachen aktiviert haben. Ich habe mich für Deutsch und Englisch entschieden, einfach weil mein Gehirn biologisch wie digital schon lange zweisprachig funktioniert. Aber bevor die Liste jetzt noch länger wird, sollten wir es fürs Erste darauf beruhen lassen. Für welches Programm ihr euch auch entscheidet, ich empfehle es euch
definitiv Templates für sämtliche Worldbuilding-Infos anzulegen, für Charaktersteckbriefe, aber auch für Handlungsorte, Magiesysteme, Wesen etc. Wie genau die aussehen sollen, was da alles für Punkte drinstehen sollen, das liegt bei euch und womit ihr am besten arbeiten könnt. Ich persönlich habe für mich festgestellt, dass mich es ziemlich irritiert, wenn ich sehr strikte Strukturen bzw. viele Fragen oder Unterpunkte in einem Steckbrief drin habe. Das führt bei mir persönlich oft dazu, dass ich dann auf Teufel komm raus versuche, den Steckbrief auszufüllen und zwar so genau wie möglich, auch wenn ich den Charakter oder den Ort vielleicht nur kurz anreiße und beides sonst nie wieder vorkommen wird in dieser Buchserie. Und das wäre natürlich extreme Zeitverschwendung. Aber das Second Brain und die Nutzung und Gestaltung von Templates ist etwas, das mitwächst, je mehr man so ein System benutzt. Wichtig ist, dass man es aktuell hält, sowohl die Templates als auch die eigentlichen Notizen und Steckbriefe. Letztere aktualisiere ich immer dann, wenn ein Buch aus einer Reihe erschienen ist, dann sind die Informationen da drin halt in Stein gemeißelt, zu sagen. Dann gehe ich das nochmal komplett durch, fasse das Buch zusammen und markiere mir alle erwähnten Details, die ich dann in mein Second Brain übertrage in die Steckbriefe, sollten die dort noch nicht vorhanden sein. Und da die Erstellung einer solchen Story Bible oder eines Second Brains genau mein Ding ist und ich in den letzten 2 Jahren einiges dazugelernt habe, was das angeht, werde ich dazu sicher noch einige Blogposts schreiben und Videos dazu drehen. Schreibt mir also gerne, wenn ihr konkrete Fragen habt dazu. Aber ich glaube, es sollte mittlerweile klar sein, wie wichtig es ist, einen Ort für sämtliche buchbezogene Infos zu haben. Egal, wie man es nun nennt oder welches Programm man dafür verwendet, wird euch das Schreiben sehr vereinfachen. Und wenn nur eine Sache aus diesem ganzen Video hängen bleibt, dann vielleicht das. Ein Ort, sie zu sammeln, sie alle zu finden, in Struktur zu bringen und ewig zu binden. Sorry, das musste jetzt einfach sein. Die Lady of Story Bibles hat gesprochen. Mehr Schreibtipps findet ihr in dieser Playlist und YouTube glaubt, dass euch dieses Video hier unbedingt als nächstes anschauen solltet. Vergesst doch nicht, ein Like dazulassen und diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Schreibtipps und Einblicke in mein Autorenleben verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.